Willkommen auf der Intergeo 2018 hier in Frankfurt und ich freue mich sehr, dass Alanus von Radetzky zu mir gekommen ist, Leiter der Fraunhofer Morgenstadt-Initiative und heute am Mittwoch hier auf der Intergeo Keynote-Speaker. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, bei uns vorbeizuschauen. Wer Ihre Keynote nicht gesehen, nicht gehört hat, geben Sie uns doch mal einen ganz, ganz kurzen Einblick. Worüber haben Sie gesprochen heute? Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. In der Keynote ging es um die Frage, wie Technologien Städte verändern und wie wir auch damit umgehen, dass sich Technologien immer stärker wandeln, dass die Digitalisierung natürlich zu Disruption und zu Innovationssprüngen führt und was das für die Städte bedeutet. Und anhand von einigen Beispielen, sei das autonomes Fahren, sei das vernetzte Energiesysteme, sei das integrierte, intelligente Straßenbeleuchtung, wurde beleuchtet, welches Potenzial in sauberen, vernetzten Technologien liegt, um Städte nachhaltig, lebenswert zu machen, aber eben auch, wo die Barrieren liegen aktuell noch im Markt, in den verschiedenen Systemen, in der Fragmentierung, um dahin zu kommen, auch zu diesem Markt. Und da wurden einige Aspekte gestreift und aufgezeigt, auch unter anderem verschiedenste Projekte, wo tatsächlich schon experimentiert wird mit dem Thema Smart City in Europa. Sind wir beim Stichwort? Haben Sie ein paar Vorzeigeprojekte aus Europa für uns und warum sind die dann besonders gutes Beispiel? Ja, es gibt tatsächlich mittlerweile viele Pilotprojekte, viele auch, denke ich, Vorzeigeprojekte. Die Morgenstadt-Initiative der Fraunhofer Gesellschaft versucht hier immer auch wieder Innovationen in den Markt zu bringen und nutzt dafür dann große Förderinstrumente. Eines, was sehr heraussticht auf europäischer Ebene, ist die sogenannte Smart Cities and Communities Lighthouse Initiative. Da finanziert tatsächlich die Europäische Kommission mit 500 Millionen Euro zahlreiche Demonstrationsprojekte in Städten ganz quer durch Europa. Das sind sehr große Projekte. Eines davon leiten wir, das nennt sich Triangulum. Das ist beispielsweise mit Manchester, mit Eindhoven, mit Stavanger als Lighthouse Cities und es gibt weitere Städte wie beispielsweise Prag, Sabadell, Leipzig, die sind sogenannte Follower Cities, die schauen sich an, was in den Lighthouse Cities passiert und replizieren das im Idealfall. Und hier geht es dann um ganz unterschiedliche Themen an der Schnittstelle Mobilität, Energie, Gebäude. Beispielsweise um die Vernetzung von Gebäude-Energiemanagementsystemen mit der Bereitstellung von erneuerbaren Energien im Wärme- und im Stromsegment, also Sektorkopplung und dann Anschluss an den Bedarf in Gebäuden. Oder es geht um den Aufbau einer Sensorinfrastruktur zur Generierung von Daten aus dem öffentlichen Raum und dann beispielsweise eine verbesserte Stadtplanung, eine verbesserte Verkehrsplanung etc. Also hier, denke ich, gibt es in dieser großen europäischen Initiative momentan sehr, sehr viel, was passiert. Insgesamt 530 Interventionen und da lohnt es sich genauer hinzugucken, weil hier entsteht auch tatsächlich der Markt. Schauen wir mal rein in irgendeine beliebige Smart City. Es müssen ja unglaublich viele Player zusammenwirken. Welche sind das? Wie bekommt man das hin? Ja, ist in der Tat ein ganz wesentliches Erfolgskriterium, dass in der Stadt die richtigen Player zusammenkommen. Natürlich spielt die Stadtverwaltung eine ganz zentrale Rolle. Letztendlich ist in der Smart City immer die Frage, wofür machen wir das, wofür tun wir das? Und letztendlich ist die Stadtverwaltung, die City Council, also die öffentliche Hand, diejenige, die mit der Daseinsvorsorge betraut ist und die eben auch dafür sorgen muss, dass letztendlich alle Bürger profitieren von technologischen Innovationen. Deshalb steht natürlich die Stadtverwaltung mit ihren verschiedenen Abteilungen, allen voran beispielsweise die Stadtplanung, Verkehr, Umwelt, Energie als ein wesentlicher Kernfaktor in den Smart City Projekten. Dann braucht es die innovativen Unternehmen, die in der Lage sein müssen, ihre Neuerungen, ihre Technologien an eine Stadt zu adaptieren, aber dann eben auch in der Lage sein müssen, das zu skalieren und auch anderen Städten anzubieten. Ja, das heißt, hier bedarf es eines gewissen, einer Fähigkeit der Skalierung auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich noch die Forschung, die immer involviert sein sollte, zumindest in dieser frühen Phase des Marktes, die meistens die Aufgabe hat, den Impact zu bewerten. Also was für einen Wert schaffe ich eigentlich durch eine bestimmte Intervention in meiner Stadt, beispielsweise einem Carsharing-System. Ja? Wie viele private Fahrzeuge spare ich dadurch ein? Wie viele Emissionen spare ich dadurch ein? Was hat das für eine Auswirkung auf meine Luftqualität? Diese Antworten werden meistens noch durch die Forschung beantwortet.
Genau, also das sind so ein paar Kernplayer. Aus städtischer Sicht immer noch sehr spannend und auch sehr erwünscht ist, ein lokales Ökosystem von KMUs oder lokalen Startups mit einzubinden. Dafür bietet sich die Smart City auch sehr gut an. Das heißt, wenn man bestimmte Fragestellungen in einer Stadt hat, die man lösen möchte, kann man das auch seinem eigenen Ökosystem übertragen, zum Beispiel in Form einer Challenge oder einer Competition. Und dann eben mal schauen, was kommt so aus meinem Ökosystem und kann ich das vielleicht lokal implementieren und dann skalieren, zum Beispiel auf europäischer Ebene. Stichwort Living Labs. Richtig. Was ist das? Living Labs, das ist ja so eine englische Bezeichnung für lebendes Labor. Es ist letztendlich ein Designprinzip, ein Entwicklungsprinzip, um Innovationen in die Stadt zu bringen. Städte sind sehr komplex, sind komplexe Systeme, wo viele verschiedene Dinge zusammenkommen, miteinander interagieren. Und es ist oftmals nicht einfach und auch nicht möglich, ein so komplexes System wie eine Stadt komplett top-down neu zu entwickeln, ja, mit Innovationen und Daten. Insofern empfiehlt sich ein Designprinzip, was wir oft anwenden, sehr lokal begrenzt, zum Beispiel in einem Quartier, in einem Gebäudeblock, neue Interventionen zu testen. Das kann sein, dass ich mal ein paar Sensoren aufbaue, das kann sein, dass ich mal vor Ort eine neue Gebäudetechnologie ausprobiere, ein neues Sharing-System etc., die Bürger vor Ort einbeziehe und das aber auf einem lokal sehr begrenzten Gebiet. Und dieses dann als ein lebendes Labor betrachte, in dem die Intervention Wirkung entfaltet und diese Wirkung aber auch monitore und evaluiere und Daten generiere, die anschließend mir verlässlich aufzeigen, macht das Sinn, was ich hier ausprobiert habe. Und in einem positiven Fall kann ich das skalieren auf das Quartier, auf die gesamte Stadt. Wenn es nicht erfolgreich war, dann habe ich nicht so viel Geld ausgegeben, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn ich das wieder einstampfe und was anderes probiere. Das ist eigentlich ein Designprinzip, was der Komplexität städtischer Systeme gerecht wird und das wir empfehlen und immer wieder auch anwenden, um Innovationen in die Stadt zu bringen. Spannende Einblicke. Alanus von Radetzky, vielen Dank, dass Sie vorbeigeschaut haben und vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Herzlichen Dank. Tschüss.